What the fuck? Dass wir alle Maßnahmen, die bis zum 31. Januar befristet waren, bis zum 14. Februar verlängern müssen. Verlängern. Ich hab schulfrei wegen Coronavirus und kann endlich zocken. Jetzt müssen wir noch länger zu Hause bleiben. Hallo, ich hab extra geduscht. Sie haben gesagt, ich stinke. So langsam habe ich auch ein bisschen Angst, dass mir die Instant-Nudeln ausgehen. War ein Witz. Ich glaube, durchschnittlich 87% vom YouTube-Money gehen sowieso für Lieferdienste drauf. Ich schwör, Alter. Wird richtig einer weggeschlemmert. Auf jeden Fall lecker. Ach so. Darum habe ich gerade nichts gesehen. Alter. Leute, ich hatte nie vor, ein Prinzesschen zu werden, aber... Ich glaube, da wird es bei mir auch hinauf. Wer bei A Dead of Night die Prinzessin memt, ist manchmal nicht ganz so eindeutig. Und doch, wenn heute wieder diverse Schreie durch die Flure hallen werden, eins steht zumindest fest, zart beseitet ist Mia schon mal nicht, ja. Immerhin hält ihr Betonschädel diverse Massagen mit dumpfen Schlaggegenständen aus und funktioniert im Inneren auch noch recht passabel, möchte ich meinen. Immerhin haben wir es mit ihr geschafft, gemeinsam die Story zu 52% zu komplettieren. Wir sind also über der Hälfte in diesem Spiel vorangeschritten und werden heute dafür sorgen, dass es auch so weitergeht. So, bevor wir jetzt hier reinstarten, muss ich aber nochmal kurz gucken, wo wir denn beim letzten Mal gelandet sind. Moment mal, gib mir kurz eine Sekunde. Nicht vergessen, Leute, Seth-Videos müssen immer geliked werden. Ah ja, alles klar. Mini-Jimmy hat Harvey gegrillt. Junge, da hast du den Salat. Ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Also befreien wir mal unseren Spiegel der Schleue, um herauszufinden, wo wir intelligenterweise als nächstes langlatschen müssen, Alter. Das Wandern ist des Mias Lust, habe ich mir sagen lassen. So. Geht der mich an, Alter? Boah, wenn ich das sehe, da... habt ihr das auch immer? Okay, ich muss in den zweiten Stock. Wo bin ich denn im ersten, schätze ich? Wir sind im ersten, gehen mal weiter. Ich check nur mal kurz, ob hier alles ruhig ist. Sieht noch gut aus. Noch bin ich selbstbewusst. Ja, merkt das? Aber das Spiel hat irgendwie was. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es schafft es gut, mir das ganz rasant auszutreiben. Ich glaube, ihr werdet schon bald verstehen, warum. Oh, ich höre hier immer noch diesen Fernseher. Ich weiß immer noch nicht, wozu der gehört. Irgendwie so ein Gespräch. Dabei fällt mir ein, was ist eigentlich mit unseren Freunden passiert? Ich meine, gut, wir haben Amy's Story, wir haben Dr. Bose's Story. Jetzt kommt Harvey, dann wahrscheinlich noch die Mutter, Rose. Und dann werden wir erfahren, was hier eigentlich so abgeht in letzter Konsequenz. Das wird ziemlich interessant. Ich glaube, den besten Part, den haben wir noch vor uns. Ich könnte natürlich jetzt einfach mal dem Kompass folgen, um zu schauen, wo wir lang müssen. Alter, ich weiß nicht, was da los ist. Wer kommt da? Knecht Ruprecht, bist du es? Warte mal. Ist der da immer noch eingeschlossen? Nee, das kann nicht sein. Ich habe beim letzten Mal über eine Stunde aufgenommen. Alter, ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube, ich bin hier irgendwie richtig. Zumindest hat der Kompass hier irgendwie ein bisschen rumgesponnen. Gibt's hier ein Item, was ich... Nee, das ist bloß... Da ist der Kompass drin, ne? Das ist hier so ein Beginnerraum. Ah, nee, ein Schlüssel. Okay. Oh, hier ist Storeroom. Alter, was sind das für Sounds, Mann? Das ist nicht Jimmy, oder? Oh, ich hab mega Angst, aber ich muss da raus. Ich weiß, das ist der nächste Punkt. Ihr seid euch dessen genauso bewusst... Was macht er? Ach so, der zerdeppert den Raum. Als Rache. Stimmt. Ich dachte jetzt, der zerbricht es, Alter. Wie so ein Gorilla, Alter. Ey, die Affenbande ist enttäuscht von dir, Harvey. Bist kein Ehrenmitglied mehr. Okay, da sehen wir zumindest nichts Interessantes. Er ist in den Raum gegangen, das heißt, wir müssen da rein. Und hier, das Zimmer hier hat er zerlegt. War ich hier schon? Ich weiß nicht. Man kann auch nicht sagen, dass einem das bekannt vorkommt oder nicht, weil... es sieht halt auch alles irgendwie gleich aus. Okay. Floor 2. Relativ unsignifikant. Ich benutze sowieso halt immer irgendwie den Fahrstuhl, von daher.
So, na, sprich mal. Is anyone there? Was hast du denn gemacht da? Du räumst den Scheiß aber auf. Hallo? Ich bitte dich. Erwachsener Mann einfach. Weiß auf jeden Fall, wie er emotional mit Dingen umgeht. Is it Harvey? Ja, wer sonst? Dr. Bose ist ja gen Himmel gereist, im wahrsten Sinne des Wortes. Cool. I saw you with a bat, coming out of a room. What had you done? Was hat er getan? Oh, er hat den Fernseher kaputt gemacht. Seine Games und Konsolen und all das Zeug, was er gerne hat. Ich muss kein Psychologe sein, um herauszufinden, dass das wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ergebnis führt, ja, dass das irgendwie auf ganz andere Art und Weise reinfruchtet in den Boy. Okay, die Sportsbats haben ja da auf jeden Fall mit zu tun. I kept in case I need them. Die Frage ist, war er das jetzt auch hier mit den Spiegeln? Ich weiß nicht. Moment mal. I don't remember that. When you said Jimmy soon retaliated, is that warte mal. Nee, darum geht's. Okay, die letzte Phrase. Es geht nicht darum, was er kaputt gemacht hat oder dass es dazu noch irgendetwas gibt, sondern Jimmys Verhalten danach. Das ist jetzt natürlich die Sache. Gibt es da irgendwas, was eindeutig ist, was wir schon gefunden haben? Call of Wire. Vielleicht ist es das. Das kann natürlich irgendwie sein. Okay, Moment mal. What was the coil of wire used for? Dieser Kupferdraht. Jimmy used to carry it around with him. Jimmy hat das mit rumgetragen. Warum auch immer. Okay, hat er vielleicht danach irgendwie was gemacht damit? Moment. When you said Jimmy soon retaliated, is that connected to what you said about the coil of wire? Bestimmt. Nee, weiß er nicht. Okay, das war's also nicht. Was sagt der Spiegel? 205. Alright. Ich bin hier in Raum 223. Oh, ich hab, by the way, gesehen, dass jemand auf Steam so einen geilen Guide gemacht hat. Oder was heißt Guide? Der hat hier die Maps gezeichnet. Seht ihr das? Das ist mega hilfreich. Das habe ich eben aber auch erst gefunden. Oh, 205 war's. Ich muss einfach hier mehr oder weniger geradeaus. Das war hinter mir, oder? Ich hoffe. Geradeaus am Elevator vorbei. Und dann die erste nach rechts. Hier lang. Wie auch immer. Wo auch immer der war, Alter. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich das herausgefunden, dass immer, wenn ich das Game ausmache und die Folge beende, nachdem ich ausgenockt wurde, dann alle Schlüssel verliere. Also auch die Storage Room Keys und alles. Und das hat mich jetzt auf jeden Fall immer davor bewahrt, dass ich das nochmal komplett suchen muss von Anfang. Das ist halt super nervig. Bin falsch rumgelaufen. Gut, aber hier ist es jetzt. Okay, hier ist die Nummer 5. Da rein. Das Spiel wieder auf, der hängt mir am Hintern, Alter. Nö, raus da. So, was aber da? Oh, lol. Jetzt haben wir schon eine Pistole, ein Schwert, ein Crossbow. Alter, da gibt es einen kleinen Mittelaltermarkt, können wir hier aufmachen. Irgendwann finde ich die Bazooka, ja. Es kommt über die Renaissance drüber weg und dann in die Moderne. Laserschwert ist auch noch irgendwo in der 6. Etage. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Okay, ein Crossbow. Damit jetzt wahrscheinlich zurück zu Raum Nummer 223, glaube ich, war das. Boah, ich hoffe, dass ich es lebend dahin schaffe. Ist er da? Ich meine, hier ist so eine Sackgasse und ich komme hier nicht raus. Okay, wenn man auf D drückt, habe ich festgestellt, das steht auch in den Tipps, dann schaltet man diesen Ambiente-Sound kurz aus und hört vielleicht eher Schritte. Macht das mal. Hört ihr das? Beziehungsweise nicht mehr? Ich höre nichts. Also. Oh Gott, ich weiß nicht woher. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, wo der ist, Alter. God damn it!
Alter, was ist das für eine Szene? Holy shit, ey. Das war gerade super creepy. Wartet der in dem Raum mit dem Crossbow? Also Jimmy, meine ich, um sich zu rächen? Oh mein Gott. Okay, ich muss da hin. Das läuft bis jetzt nicht wirklich wie geschmiert. Jimmy wird halt immer aggressiver. Wir sehen ihn frequentierter. Das ist, glaube ich, aber das muss so sein. Also das ist schon intendiert. Okay, wir gehen mal hier hoch. Ich glaube, Raum 223 war das. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir gehen mal da in die Richtung. Ich habe mich nur beim letzten Mal verlaufen. Ich weiß, wo ich irgendwie falsch abgebogen bin. Aber ich habe hier echt übel Probleme, mich zu orientieren. Okay. Hier, right? Moment mal. Ich glaube, das war der Raum. Ja, ich habe das jetzt zumindest an den Bildern erkannt. So, Harvey. Dann erzähl mal. Okay, cool. So, Harvey with a bat and crossbow. Where is the crossbow from? Okay, die haben das halt ausgestellt hier. Das war so ein Deko-Artikel. Jimmy hat das Ding geliebt. Oh, ich frage mich, warum. When you said Jimmy soon retaliated, does that have anything to do with what you said about the crossbow? Jimmy was fond of weapons like that. Yeah. Jimmy war interessiert an solchen Waffen. Oh nein, in der Nacht, wo ich seine Sachen zerstört habe, hätte ich wissen müssen, dass er an seinem nächsten Streich arbeitet. Ja, der hat das für ihn. Oh mein Gott. Das wusste ich. Das wusste ich so sehr. Aber war das in diesem Raum? Ach du Scheiße, der hat das Ding hingestellt für ihn. Wenn er die Tür aufmacht, dass das auf ihn geschossen hat, glaube ich. Ich denke mal, Harvey, ist das sein Stiefvater oder so? Das ist nicht sein richtiger Vater. Also glaube ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob es ihnen mal leichter fällt wegen dieser emotionalen Distanz. Wisst ihr, was ich meine? Ich guck mal ganz kurz, wo ich hin muss. Alter, das wird immer schlimmer. Diesmal haben wir wahrscheinlich den ersten Zwischenfall, wo Jimmy tatsächlich direkt für den Tod von jemandem verantwortlich ist. Ich meine, irgendwann läuft das wohl darauf hinaus. Das hat man uns schon denken können, zumindest in dieser Story. Okay, Raum 215. Gut, lass uns da mal nachsehen. Oder ich höre seine Schritte. Ja, tatsächlich hier, zum Glück bin ich nicht rausgegangen. LOL. Wie der da um die Ecke guckt, ey. Oh, wie locke ich den denn jetzt weg? Ich muss da hin. Ich habe gerade nachgeguckt auf der Map. Oh. Okay, soll ich hier einfach warten? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich könnte ja auch versuchen einzusperren. Ich habe wahrscheinlich den Schlüssel hier nicht für den Raum. Okay, ich guck mal, ob die Luft rein ist. Definitiv alles sauber. Also, nichts ist sicherer, als wenn ich jetzt diesen Weg beschreiten würde. Ja, Leute, ihr habt ja einen wahren Survival-Experten vor euch. Was soll ich sagen? Ach, komm schon, Jimmy. Mach doch nicht so eine Show. Ja, auch wenn ich mich öfters im Bad verstecke, kommt der vielleicht irgendwann dahinter? Bei den zwei Möglichkeiten, die es in jedem Raum gibt? Oder ist er irgendwie ein bisschen minder mittel oder so? Also, dass er irgendwie größenwahnsinnig ist und gewalttätig, schließt das andere ja nicht aus, oder? Mein Gott. Vor allem, nicht, dass er jetzt weg wäre, ne? Der stolziert da immer noch im Flur rum, Alter, wie so ein oller Gockel. Und so sieht er auch aus. Ich möchte doch nur dahin gehen. Warte, ich drück mal auf D. Psst. Habt ihr das gehört? Es ist nicht wahr, Alter. Kann ich mich jetzt hier echt nur von Raum zu Raum vorkämpfen? Ich trau mich da nicht, um die Ecke zu gehen, Alter. Okay, ich muss hier an den Elevatoren vorbei. Da war eine Wand, das habe ich auf der Karte nicht gesehen. Oh Gott! Das ist das Ding, ne? Das ist das Gerät!
Oh, Alter. Okay, wo? Hier. Ich dachte jetzt, das Ding ist da. Nicht? Oh! Hat ihn nur im Bein erwischt. Okay, krass. Der ist lucky. Meine Güte. Ja, habe ich hier schon gesucht. Kommt mir auch irgendwie nicht bekannt vor. Okay, immerhin den Schlüssel. Nützt mir vielleicht nicht wirklich was. Uff. Der Raum sieht so groß aus. Wisst ihr, was ich meine? So hier in dem Bereich. Oh. Wo ist er jetzt hingegangen? Jimmy ist auch da draußen irgendwo im Flurbereich. Mit Sicherheit. Jo, Wind, halt dein Maul bitte. Ich höre keine Fußschritte. Er ist in die Richtung gegangen. Wollen wir mal versuchen, ihn zu kontaktieren hier? Is it Harvey? Ja. Oh, er steht hier direkt vor. Ja, weil Spirit is too distant. Ist er halt doch hier drin? Das ist manchmal so komisch irgendwie. Hello? I can hear you. Okay. Gut, na dann. Is it Harvey? Erzähl mir, was ist passiert? Harvey war so ein tapferer Ritter. But then he took an arrow to the knee. I saw you being shot in the leg with an arrow. What happened? Jimmy had set it up to fire. Ja, 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 genau, genau. So eine Falle fürs beim Türöffnen. Okay, Rose hat gesagt, er versteckt sich im Keller. Das, da bin ich auf die Idee gekommen. Oh, was hat er denn vor? Was macht er denn jetzt mit dem? Bauen die hier überall kleine Todesfallen für sich gegenseitig auf? Oder was ist denn das für ein Kindergarten? Also, holy shit. Hat das was mit der Pistole zu tun? Who does the gun belong to? Oh nein, den habe ich noch nicht danach gefragt. Okay, es hat schon seinem Vater gehört. Er hat immer noch ein paar Kugeln. Warte mal, er hat gesagt, er hat eine Idee. Nein, oder? When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement. Oh, Moment. Es geht darum, dass er sich im Keller versteckt. Ja, 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 nee, das ist klar. Okay. Hat er für ihn hat er mit Sicherheit irgendwie dort auch eine Falle platziert. Bestimmt. An dem Punkt bin ich wieder da, wo ich wahrscheinlich ein bestimmtes Item noch nicht gefunden habe. Da mangelt es mir wieder. Ich häng leicht hinterher, das tut mir auch leid. 201. Da ist was. Ich hab nicht mal was gesehen, also! Kommt er? Oh, der kommt! Mama, nö! Schöne Perspektive, Alter, auf das Bett. Also, ich meine, nicht, dass mich das meinerseits auf Idee bringen würde. Nein, 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 nein. Hey, Jimmy, wie geht's eigentlich raus? Als ob der mich nicht sieht, ey. Wortwörtlich ist dieser Schrank so weit offen. Und ich klemm da mit meinem Gesicht dahinter. Hallo? Was denkt er sich? Oh, shit. Es ist immer noch rot. Die Anzeige ist rot. Ja, der schnüffelt mich, Alter. Ich weiß, ich war eine Weile nicht duschen. Die ganze Nacht ist schon körperlich aktiv. Heißt das, der ist im Bad? No way. No way, Alter. Was mach ich denn jetzt? Warte mal. Das heißt, der kann da nicht sein. Oh, Alter, das hat... Jo, zum Glück hat er gerade random was gesagt. Meine Fresse. Nein, ich glaube, das war falsch. Oh, ich bin mir nicht sicher. Oh no. Wait. Doch hier. Doch, ich bin vollkommen korrekt, Alter. Habt ihr jemals an mir gezweifelt? Ich bitte euch, kommt schon. Ein bisschen Vertrauen, wenn ich bitten darf. No, oh, Fotos. Wait, was? What the fuck? What?
Okay, danke, Game. Die hat mich gesehen, wie ich hier rein bin. Alter. Das war krass. Ist das geskriptet? Ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall zeitig genug in den Schrank gegangen, oder? Der kann mich nicht gesehen haben. Mach die Tür zu, bitte. Danke. Uff. Okay, Fotos von... Was war das? Ich konnte das gar nicht so schnell sehen. Von einem Feuer. Ah, ich kann die mir leider nicht nochmal irgendwie angucken. Macht der das? Macht der dieses... Ist der Ayowuki, Alter. Alte, rostige Schlüssel. Als ob ich die schon genug mit mir rumschleppe. Das scheint beides relativ sinnvoll zu sein. Okay, Fotos von einem Brand. Was hat Harvey gemacht? Der ist doch mindestens genauso krank im Kopf, oder? So wie sich das hier alles irgendwie entwickelt. Das sieht auch so ein bisschen so aus, Alter. Als würde er irgendwie im Keller Frankensteins Monster zusammenbasteln, Alter. Version 2, Harveysteins Monster. Mit Schrauben im Hals und alles. War das der Schlüssel? Bunt gerade, der rostige? Okay, was hat er denn jetzt für eine Idee mit diesen Schlüsseln? What are those rusty old keys for? Oder den Fotos? Vermutlich ersteres. Old Boiler Room Door. Für unten? Diese Wasseranlage? Was hat er gemacht? Den da eingesperrt? When you said you thought Jimmy would like hiding in the basement, does that have something to do with those rusty keys? Okay, wenn sich Jimmy da unten verstecken wollte, dann, soll er das mal tun. Das ist der Blick in diesen Raum. Der hat die Tür abgeschlossen. Wahrscheinlich hat er da drin irgendwie so eine Psychose entwickelt oder das kam irgendwie alles zum Vorschein. Das hat den, das hat halt seine Krankheit wahrscheinlich noch gefördert. Okay, ich weiß, dass ich, weg muss. Ganz nach unten in den Keller. Ah, oh Gott! Wow. Einfach nur wow. Und ich krieg auch noch per Expressversand werde ich dahin geschickt. Ist das nicht ein Service? Warte mal. Jetzt bin ich eine Etage weiter unten. Ja, genau. Schön. Ich wollte so reisen. Ich bin immer noch in der zweiten. Schade eigentlich. Okay, auch Jimmy. Das muss man doch nicht so halbherzig hier mir auf die Rübe schlagen. Was ist denn los mit dir? Komm. Ich hab ein bisschen Schmackes hab ich schon erwartet, wenn ich ehrlich bin. Meine Güte. Du lässt ja echt nach, mein Freund. Wo muss ich denn eigentlich hin, sag mal? Alter, diese Melodramatik. Die Sounds verändern sich ja auch immer. Nee, die Gespräche sind immer die gleichen. Okay, das loopt, glaube ich. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo das herkommt, wozu das gehört. Vielleicht sollte ich da nochmal nachgucken, aber ich habe immer irgendwie Angst, vor Jimmy. Dass der mir hier... Ich weiß nicht, das scheint ja hier nicht zur offiziellen Storyline dazu zu gehören, weißt du wie? Und wenn ich hier rumrenne, dann kriege ich wieder eins auf die Mütze. Irgendwie doof. Definitiv ist das hier irgendwo. Der Kompass, der hilft mir dazu nicht. Ich kann hier einfach mal reingehen. Aber hier ist halt dunkel. Ist hier irgendwer? Ist jemand da? Nee. Nope, hier ist niemand. Das ist so kurios. Aber was ist denn da? Was ist denn dahinter, wenn ich hier lang gehe? Es müsste doch... Warte mal, hier. Das ist bloß ein Storage Room. Ein anderer. Ich weiß nicht, was da hinter der Wand sein soll. Halt keine Ahnung. Wie ich halt rein auditiv diese Geräusche verorte, muss das halt hier irgendwo sein. Halt so jetzt... Links von mir! Das ist doch was anderes, Alter. Da wartet die kleine Kinderüberraschung. Alright. Der hat mich gesehen. Oh, hell no. Habe ich hier schon den Schlüssel? Ich wollte gerade gucken, Mann. Muss der jetzt aufschließen? Ach... Warte mal. Der ist nicht reingekommen. Der ist aber auch nicht im Bad.
Der hat sich nicht im Raum umgeschaut. Warum macht der das manchmal nicht? Alter, das macht mich fertig. Steht er da draußen hinter der Tür? Wenn ich hier irgendwie seine Glubscher sehe, Alter, die steckt irgendwie so, weiß nicht, so einen langen Stock da durch oder so. Kann ich nicht auch vielleicht diese Falle bauen mit dem Crossbow? Ich meine, das habe ich doch gefunden. Also, einfach nur so als Idee. Ich sag ja bloß. Okay, jetzt kommen wir langsam zu den Filmsequenzen, wo ich mich verabschieden muss. Ich wollte da nicht hin. Komm, Alter, du bist hinausgeschossen. Die Trägheit der Masse, ihr wisst Bescheid, Alter. Ne, das gab's nicht wieder was von Lieferando. Haha, das sollte auf jeden Fall sein Tribut. Gut, nice, okay. Ab geht's runter in den Keller. Hell yeah, mein Lieblingsort. Wo ich die erste Geistersichtung hatte mit Amy. Sie versteckt sich da auch. Wollen wir da unten eine kleine Party feiern? Ich weiß nicht, Alter. Zu Halloween vielleicht wieder. Da sind sie alle in Stimmung. Ich höre hier was. Oder sind das die üblichen Geräusche? Harvey müsste hier an der Tür sehen. Nicht? Warte mal, es klopft. Der hat definitiv Jimmy eingesperrt. Ich gehe mal hier hin. Sehe ich das von hier? Ja. Da war mal eine Tür. Das ist so krass, Alter. Aber ist das Greenscreen nur von dem... Oder ist das hier ein wirklich richtiger Raum? Verstehe das irgendwie nicht. Wo kann ich jetzt mit dem sprechen? Der ist nicht mehr hier unten. Der ist wieder weggefahren. Oh, das wird jetzt interessant. Gut. Dann fahren wir wieder nach oben. Ist auch in Ordnung. Ersten Stock. Mein Storage-Raum. Mein Zuhause, ey. Da, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich nochmal hierher komme, so, also wenn ich mal wieder dagegen bin, dann werde ich mich da auf jeden Fall einbuchen lassen. Wait. Wo ist das? Das ist das von dem Foto, mit dem Feuer. Oh. Im Ground Floor geht's dabei. Hat Jimmy ein Feuer gelegt, damit sie ihn da rausholen? Hat vielleicht die Feuerwehr? Dann müssen sie ja, sonst verbrennt er ja, ne? Boah, Alter, das ist natürlich schon ein ganz perfider Masterplan, muss ich sagen. Ich meine, was soll man auch machen in seiner Situation? Ich bin schon wieder, hab schon wieder hier geklickt. Okay, vor meinem Ground Floor. Alter, das ist interessant. Er ist nicht der Einzige, der mit der Welt nicht klarkommt, ne? Das lässt sich alles irgendwo schon anderswo verorten. Wenn der Doktor wenigstens noch da gewesen wäre, wenn die Mutter nur Vertrauen gehabt hätte zu Bose, dann wäre auch vieles, glaube ich, ganz anders gelaufen. Ich meine, Amy ist tot, aber alles, was danach so passiert. Der Kompass dreht sich hier ziemlich krass. Is someone there? Bestimmt in der Nähe mindestens. Okay, wo ist er? Ja. Okay, nice. Was ist da jetzt da unten los gewesen? I saw you locking Jimmy in the basement. What happened? Was ist dann passiert? Wir können es uns denken. Okay, ich wollte ihm eine Ladung seiner eigenen Medizin verpassen. Ich hatte gedacht, dass er da unten keinen Schaden anrichten kann, aber ich lag falsch. Warte, es muss ja so sein. Was there a fire at the hotel? Ja. Okay, krass. Sein eigenes, ich meine, hat ihm ja das Hotel gehört, ne? Wurde natürlich viel Mitleidenschaft gezogen. Sie haben das Feuer unter Kontrolle gehalten, zumindest so weit, dass das Haus nicht komplett niedergebrannt ist. You said you were wrong to think Jimmy couldn't do any damage. Er hat das Feuer gelegt. Is that connected to what you said about the fire in the hotel? Niemand hätte realisieren können, wie weit Jimmy geht für Aufmerksamkeit. Ja gut, aber du hast ihn da eingesperrt. Also ich meine, dass er den Schritt tut, ist halt so ein bisschen ein Zugzwang, ne? Klar, es ist vorteilenswert, dass er gleich Sachen anzündet, ne? Aber halt, ne, so... Er muss halt seine eigene Rolle sich darin auch bewusst machen, glaube ich. Naja, gut. Ist natürlich die Frage, gehe ich jetzt wieder runter? Boah, das wird noch sehr übel. Und wenn ich ganz ehrlich bin,
von der Mutter haben wir bis jetzt überhaupt noch nichts gehört oder gesehen. Ich bin nicht sicher, ob ich da erpicht drauf bin, die kennenzulernen. Ich habe so eine ganz beschissene Ahnung. Und das gefällt mir überhaupt. Die Frage ist, was ist noch passiert bei dem Feuer? Oder war es das? Ich glaube, das hat bestimmt noch weitreichendere Konsequenzen. Mal schauen. Okay, wieder ganz nach unten. Okay, dann wäre das also doch richtig gewesen. So. Okay, gut. Oh shit. Lol. Das war ja awesome. Uff. Gut. Die Frage ist, wie ist Jimmy da rausgekommen? Fire in the basement. I saw a fire in the basement. What happened to the hotel? Ja, genau. Ja, sie haben es eindämmen können. Die alten Fotos und Briefe, alles was hier unten war, ist natürlich in Flammen aufgegangen. Jimmy war außer Kontrolle, ich hatte genug von ihm. Ich wollte, dass er verschwindet. Oh, ich glaube, Harvey ist an seiner Stadt verschwunden, aber gut. Wollte, dass er verschwindet. Jetzt vielleicht die Pistole. When you said you wanted Jimmy gone, does that have something to do with what you said about the gun? Oh nein, bitte nicht. Doch. Ich habe den Verstand verloren. Ich habe rot gesehen. Ich habe die Kontrolle verloren. Oh Alter, was? Er hat sich die Pistole aus dem zweiten Stock geholt. Die hat immer noch ein paar Kugeln, das hat er erzählt. Ach du Scheiße. Okay. Good to know. Dann müssen wir da jetzt hin. Wahrscheinlich zu dem Raum, wo die Pistole auch war. Ich schätze mal, da finden wir die nächste Erscheinung. Boah, ist das heavy, ey. Das wird ja immer dramatischer. Die handeln auch alle nicht. Also, ne, Jimmy ist halt krank irgendwo. Aber die handeln halt alle irgendwie nicht ganz, als ob sie alle beieinander hätten. Die haben alle irgendwie ein mächtig anderer Murmel, so. Ich weiß auch nicht, warum. Ist es das Hotel so? Ich meine, gut, wir haben hier so eine Geistergeschichte. Das ist natürlich klar. So, wo geht's hin? In diese Richtung, laut Kompass. Können wir uns drauf verlassen? Hör ich irgendwo einen Schuss? Ja, hier ist was. Aber wo? Von der anderen Seite? Nee? Hier ist auf jeden Fall ein Geist. Get out of the hotel, Jimmy. My hotel. This is my hotel. Warum hat er denn Blut? Ist das verrückt, ey? Heilige Scheiße! Was ist los mit dem? Meine Güte. Ja, also, keine Ahnung. Dr. Bose hätte gleich bei dem weitermachen können. Ja, war das der Raum mit der Pistole? Ich weiß nicht, hier war ein Spiegel. Ach, hier ist ein... Ach so, das ist dieser Beginner-Room. Ja, es ist okay. Die Frage ist, ich meine, Jimmy lebt ja noch. Es hat ja nicht geklappt, was er vorhatte. Vielleicht wird ihm auch nur Angst einjagen. Ja, ihn bedrohen. Er wusste auch nicht, was er macht. Ich habe realisiert, dass er ebenfalls bewaffnet wurde. Alter, könnt ihr euch vorstellen, also das Battle der Giganten am Flur, wie sie sich gegenseitig in die Luft jagen. Weißt du, in Raum Nummer 415 ist da noch die Bazooka, das ist klar. Und morgen kommt Jimmy mit dem Panzer gefahren, weil es das Hotel platt. Ich hatte keine Ahnung, wozu der Junge fähig ist. Oh mein Gott. Gut, ja, Jimmy war auch bewaffnet. Ich meine, klar, haben wir gesehen, Crossbow und so. Die Sache ist, hatte der noch irgendwas anderes? Bevor ich ihn jetzt... Moment, ich befrage gleich mal den Spiegel, ohne hier Zeit zu verschwenden, damit wir auch möglichst so schnell wie möglich einfach vorankommen. Boah, ich bin gespannt. Je nachdem, wie weit wir kommen, kann das hier schon die vorletzte Folge sein, by the way, Leute. Ich muss mal schauen. Wenn wir so auf 70-75% kommen, 212. Da ist, was ich brauche.
Ach, mein Gott, warum setzt er mich immer hier im Bad raus? Ich will das nicht. Ich will vielleicht ins Bad. Dankeschön, Spiel. Du bist immer so großzügig zu mir. Ich geh mir einen Kaffee holen. Sag mal, hast du eine Meise oder was? Jo, Leute, ist euch was aufgefallen? Die Sounds sind weg. Oh nein. Ich habe irgendwas nicht gefunden, aber vergebt mir, ich hab keinen Plan. Vielleicht kommt das irgendwie wieder oder so. Ich weiß nicht, wo ich da hätte suchen sollen. Beziehungsweise, ich hab zweimal gesucht in dieser Folge. Ich habe letzte Folge gesucht. Auch nochmal, also ich habe davon wahrscheinlich einen großen Part weggeschnitten. Ich habe einfach die Quelle nicht gesehen. Keine Ahnung. Okay, 212 weiß ich, glaube ich, wo das ist. Hier bei den, von den Elevatoren ausgehend zumindest. Warte, oder? Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Doch, das ist richtig. Nein, das ist falsch. Wow, perfekt, Alter. Lass ein Like da. Ach, fuck, deswegen funktioniert das nicht. Weil die Karte falsch rum ist. Lol, willst du mich verarschen? Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Freche Kleid. Genau, der geht einfach vorbei und lässt an jeder Tür so einen richtig saftigen Furz einfach. Ja, ist doch gut. Ich rieche ihn schon, alles. Hau ab jetzt. So, hier. Endlich, ey. Okay, was ist da jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, wo ich bin. So in der Story. Muss ich hier ein Item suchen? Ist bloß ein Spiegel? Warte mal. Was passiert als nächstes? Jimmy ist auch bewaffnet. Ach, natürlich ein Dolch. Weil er das Schwert verloren hat, oder was? Keine Ahnung. Was hat er damit gemacht? Ist die Toilette runtergespült. Uff. Okay, gut. Dann, ich muss jetzt nur noch kurz mal wieder rausfinden, wo der Harvey war. War das hier die 220? Ja, ja, okay, gut. Dankeschön, Kompass. So, erzähl mir da was. Wem gehört dieser Dolch? Ja, ist ein Brieföffner. Was für Briefe hast du denn? Also, Panzerbriefe, Alter. Die berüchtigten. Na gut. Ja, erzähl, was passiert. Pistole gegen Brieföffner, wer gewinnt? Da bin ich jetzt mal gespannt. Jimmy ist einfach MacGyver. Das war nicht mein Dagger. Ich habe eine Lektion gelernt. Jimmy war mir immer einen Schritt voraus. Hier, zeig. Hat er sich versteckt? Ist das eine Tür oder ist das ein Regal? Das ist ein Schrank. Hat er ihm aufgelauert? Ich bin mir nicht sicher. Oder war das der Eingang zum Ballsaal? Moment. Alter! Woher weiß der immer, wo ich bin? Ich sollte vielleicht nicht so laut faseln. Yo, das war fucking creepy. Das hat mich auf einer ganz komischen Stelle erwischt, ey. Kuckuck! Ha? Wollen wir über Brieföffner quatschen? Und dann über unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus. Selbiger muss ihnen nämlich mal eingetrieben werden. Genauso sieht es nämlich aus, mein lieber Freund. Okay, ich guck mal kurz, wo ich hin muss. Ich schätze mal, Jimmy hat ihm aufgelauert und sich irgendwo versteckt und dann hat er zugeschnappt, Alter. Ground Floor! Ich hab's mir bereits gedacht. Und da müssten wir natürlich wieder irgendwelche Geräusche hören oder sowas in der Art. Okay, mal gucken, ob wir hier wieder rauskommen. Lebend. Ich lebe noch! Alter, ich hab's survived! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich bin so kurz davor zu sterben. Okay, er ist nicht direkt hinter mir. Das ist beruhigend. Ich kann mich also trotzdem noch ein Stück weit auf meine Instinkte verlassen, Alter. Holy moly. Ja gut. Gehen wir mal hier hin. Alter. Dreh dich um, komm schon. Der spricht mit sich selbst. Der hat auch oben im Flur das nur geübt. Der hat nicht wirklich auf Harvey gezielt. Das hat der Maya gesagt. I saw you practicing. Okay, was ist hier? Spricht er jetzt direkt mit ihm? Jimmy!
Was passiert hier? Was ist das für eine Tür? Alter. Jimmy! Auf der Bühne? Da ist noch eine Tür! Warte. Hier lang! Hier war ich noch nicht! Backstage-Bereich! What the fuck? You noted Harvey being stabbed. Alright, Mr. Anwalt, ich... What? Ist es jetzt ironisch, wenn ich Harvey rufe? Is it Harvey? Leute! Yeah. Is it Harvey? Spritze, Spratze. Alright. I saw you being stabbed backstage. What happened? Ja, ich wusste es. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat gewonnen am Ende. So ist er gestorben. Und das war Harveys Story. Heftig. Und jetzt? Ich meine, das ist ein eindeutiger Mord. Was sagt seine Mutter dazu? Da ist er, der große Hugo oder so. Stockwerk Nummer 3. Ich weiß, wo das ist. You completed Harvey's story. Okay, das ist awesome, Alter. Woher sind wir denn jetzt? 70%. Ist hier immer noch ein Geist? Ich weiß nicht, das ist so... Harvey ist jetzt wahrscheinlich halt immer irgendwie da im Backstage-Bereich. Oh, das ist auch ein ganz übles Los. Moment mal. Eine Sache mache ich jetzt noch. Ich gehe mal noch ganz kurz hoch in den dritten Stock. Nur weil ich halt weiß, wo... also was mir die Sequenz hier gerade gezeigt hat. Ganz kurz da mal nachgucken, was da so abgeht. Und dann, jetzt haben wir ja nur noch Rose vor uns. Die kennen wir noch überhaupt nicht. Da bin ich übel gespannt. Boah, bin ich aufgeregt, Mann. Heide Witzka. Let's go. Ich glaube, das müsste doch hier irgendwo direkt um die Ecke sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welche Richtung. Nee, hier lang nicht. Ja, ich wusste es. Wo finden wir was? Muss ich hier stehen? Ich weiß aber nicht, wo ich stehen muss. Okay, wenn wir jetzt von da hier reingucken. Passiert irgendwie nichts. Rose? Niemand antwortet. Der Pfeil, der zeigt in 301. Oh no. Oh, ich hab Angst. Hier aber den zerbrochenen Spiegel. What? Wie kann das sein, Alter? Ich hab den nicht gehört. Was zum Teufel? Ich hab das Gefühl, das konnte der vorher nicht. Der ist nicht so schnell in die Räume gekommen, wo ich bin. Also ohne Indiz irgendwie. Ohne, dass mir gezeigt wurde, ey. Der kommt. Mit einem Rufen oder was auch immer. Meine Fresse. Gut, ich schau mich hier nochmal um. Hier ist nichts. Halt! Vielleicht muss ich mir das auch erst im Spiegel anschauen. Das ist also Rose. Interessant. Die haben wir noch nicht gesehen vorher. In die zweite Etage. Warte mal, 301. Moment. Warum das zweite Stockwerk? Jetzt ist der Spiegel wieder absolut konfus. Okay, vielleicht habe ich halt auch einfach bloß den Trigger nicht gefunden. Autschie, au. Ja, das tut weh. Das ist im zweiten Stock. Vorne hier im Eingangsbereich. Halt! Das war die zweite Etage. Das ist genau hier, wo ich bin. Jetzt nämlich erstmal hier geschaut.
Hier aus dieser Richtung. Harvey wollte Jimmy erschießen. Ich habe keine Untertitel. Es war Selbstverteidigung. Mit wem spricht die? Ich meine, sie ist nach da gegangen, aber da war sie gerade nicht. Ist sie im Storage Room? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, mit der Alten hier zu sein irgendwie. Is anyone there? Ja. Okay, cool. Lady explaining the dagger. What's your name? Wie heißt du? Rose. Ja, Rose Hall, seine Mutter. Interessant. Das ist ihr Hotel. Gut. Na dann sprich mal. Es war sie. Sie hat irgendwem erklärt, dass das ein Brieföffner war. Oh, zu der Polizei. Und Harvey hat eine geladene Waffe gehabt. Jimmy hat sich nur selbst beschützt. Es war schon irgendwie hinterlistig. Sie haben es verstanden. Sie haben wahrscheinlich die Waffe bei ihm gefunden. Alter, ist das ein AMG? Aber nee, so einfach ist es halt nicht, ne? Gut. Ich weiß nicht, ob ich ihr was zeigen kann. Ich muss wahrscheinlich nach oben. So, here we go again. Achtung. Sehen wir jetzt was? Warte. Oh, bitte. Komm schon. Hier ist halt ein Geist, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich den krieg. Ich kann auch nicht sprechen. Ich habe das alles schon probiert. Ground Floor. Warum schickt mich das Spiel dann aber immer... Ja, also wieder... Okay. Das ist, was am Ende steht. Ich brauche noch einen Trigger. Oh, heilige Scheiße, Mann. Das ist aber auch dann... Mach doch eins nach dem anderen. Das ist super irreführend hier gerade. Das aktiviert sich nicht, weil ich vorher noch was anderes sehen muss. Ach, dann zeigt mir doch das erst später, meine Güte. Okay, es hat gespeichert, liebe Leute. Ich werde jetzt hier mal einen Kreis in den Cut machen. Wir sind bei 70% der Story. Das soll für heute auf jeden Fall reichen. Ich probiere mal, das in der nächsten Folge zu beenden. Ich weiß nicht ganz, ob ich es schaffe. Aber ja, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall bitte gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann hoffe ich bis zur nächsten, die vielleicht die letzte ist. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie weit ich komme. Bis dann, haut rein und macht's mal gut.